Hallo Freunde und willkommen zu einem Tutorial von 3D Game Studio. Wir wollen ein Echtzeit-Strategiespiel erstellen und deshalb sehen wir uns hier auch beim 3D Games bei der 3D Game Studio Startseite an. Ja. Hä? Nein, egal. Also als erstes sind wir hier, dann zeige ich euch mal schnell, wie man das downloadet. Geht ihr auf www. 3dgamestudio.com, Link in der Beschreibung. Dann geht hier oben entweder auf Download oder ihr geht hier auf Game Studio Download. Ihr könnt hier auch auf Deutsch machen. Dann geht ihr hier auf Software und Tutorials, also hier. Und hier ist dann halt der Download-Link. Da klickt ihr dann drauf. Und ja, das könnt ihr schließen, wenn ihr das installiert habt. Da macht ihr euch einen neuen Ordner. Hier, ich habe schon sogar schon einen Namen für das Spiel gefunden. Ich will mal kurz was machen. So. Und so. Das tue ich dahin. Das tue ich auch dahin. Und Spectral Key Creatures tue ich hier so in die Mitte. Das packe ich hier hin. Ist das richtig? Ja. Ihr seht nicht alles. Kann ich so lassen. Papierkorb leeren. So, dann sehen wir hier unseren Ordner. Spectral Creatures. Hier gibt es noch ein paar Unterordner. Und zwar habe ich noch, mache ich jetzt noch ein Textures, Textures Ordner. Also wir brauchen einen Models Ordner und einen Textures Ordner. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch ein Int. Includes Ordner. Dann brauchen wir vier Skripte, Light C. Die öffnen wir jetzt. Holdings nicht. Das hier 3D Game Studio, der Script Editor, der SED. Gehen wir einfach auf File, Open oder auf dieses Symbol hier und machen dann das. Das, das, das und das. Dann gehen wir auf Öffnen. Dann macht er das, ordnet er hier das nach Alphabet. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon was in Main reingeschrieben. Wir brauchen auf jeden Fall ein Main-Script, ein Troop-Script, da kommen alle Truppen und sowas rein. Kann ich ja hier mal reinschreiben. Truppen. Hier includes, da packen wir halt so Strings und Bitmaps und alles rein. Und bei Buildings, das packen wir hier, da schreiben wir Gebäude rein. Und ja, dann müssen wir in jedem Script haben include argnex.h. Und hier unter dem Main Script wird dann noch include default.c geschrieben, dann noch include includes.c und dann noch include buildings.c und includes troops.c. Include troops.c. So. Und dann fangen wir schon mal mit dem Programmieren an. Muss mal kurz gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, ein bisschen mal noch. Geh mal weg. Wir machen eine Function. Also wir schreiben Function. Leertaste Main. Klammer auf Klammer zu. Naja, er braucht nur Klammer aufmachen. Dann macht er die Klammer zu gleich mit. Und dann macht ihr nächste Zeile. Und macht eine geschweifte Klammer. Die schließt er dann auch automatisch und drückt dann einfach nur Enter.
Und warum hat er jetzt schon wieder Local geöffnet? Na egal. So, dann machen wir als erstes mal ein Fenster. Ich muss gerade überlegen. Das machen wir, indem wir in die geschwärfte Klammern hier reinschreiben. Video unterstrich Set. Klammer auf Klammer zu und hinter den Klammer zu ein Semikolon. Dann sehen wir hier bei Video Set War With, da kommt die Breite hin. Nehmen wir mal meine Bildschirmauflösung. Ich glaube, die funktioniert hier nicht mal, aber wir können es doch trotzdem mal versuchen. Und dann machen wir es natürlich noch im Fenster. Fenstermodus. Eine Alternative wäre jetzt, wenn ihr das im Vollbildmodus habt, also das ist jetzt der Fenstermodus. Ich kann keinen Vollbildmodus machen, weil ihr das dann mit Tube Catcher nicht sehen würdet. Dann müssen wir hier bei videosets-matrix schreiben. Klammer auf Klammer zu. Klammer zu 0. Also Video Set Sys unterstrich Matrix Klammer auf 0 Klammer zu Komma Sys unterstrich Matrix Klammer auf 1 Klammer zu. Dann kommt hier eine 0 hin, noch ein Komma und dann 2. Und dann 1. Das wäre jetzt Fullscreen. Können wir einmal hier schreiben. Full Screen. Markieren wir uns das hier so schön hässlich. Schön hässlich, ne? Vor allem. Also so wäre das dann mit dem Fullscreen. Das mache ich jetzt aber wieder weg. Das kann ich auch in die Beschreibung schreiben. So, dann haben wir hier erstmal unser erstes Fenster. Das wird nicht sehr schön sein, aber es wäre auf jeden Fall unser erstes Fenster. Hier sehen wir, es hat nicht geklappt, weil ich glaube, das ist zu groß. Nehmen wir mal HD Ready. Ich glaube, das ist sogar das Einzige, was wir hier machen können. Also 1280,600. Warten wir mal. Schon sehen wir, das hat funktioniert. Das Fenster ist größer geworden. Und hier steht A8 Engine. Hier steht unsere Version. Der hat schon wieder Local geöffnet. Hier steht Light C. Und das kann man auch wieder schließen. Dann machen wir Video-Window. Damit können wir das Fenster noch besser machen. Wie heißt das? Nicht verbessern, das andere Wort dafür. Na egal. Auf jeden Fall sehen wir hier unten immer, was wir reinschreiben müssen. Und auch hier. Wir brauchen bei Vector POS 0. Da haben wir nämlich noch nichts. Vector Size. Da haben wir auch noch nichts. 0. War Style, das ist jetzt, hier können wir angeben, zum Beispiel, wo ist das hier? Hier sieht man 1 plus 2 plus 4 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128. Ja, Komma. Gucken, wie lange wir aufnehmen. Ist noch okay. Ja, das war's. Und dann kommt hier jetzt noch der String-Titel rein. Hier können wir sogar gleich was inkludieren. Und dann geben wir da einfach ein Window-Titel. So, das kopieren wir uns.
geben dann hier ein String, Sternchen, Steuerung V, Window-Titel, Klammer auf Klammer zu, Semikolon. Und da können wir jetzt einfach unseren String eingeben. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt in Includes. Können uns das hier kopieren. Gehen auf Includes. Und machen das hier weg und machen das deklarieren. Also deklarieren das dann. Ich glaube, das muss gar nicht mal so sein. Das können wir einfach so machen. Und ich glaube, das muss auch nicht so sein. Das packe ich mal wieder auf Position 10. Sieht das wieder schön aus. Ring Window unterstrich Titel. C. V. Ist das schwer hier. X. So. Window unterstrich Titel. String 1 ist. Da steht dann halt. Ich esse erst kurz was. Lecker. Nudelsalat. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, es war so. 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 Nein, nicht so. So. Und dann so. Und dann so. War das so? Nee, war es nicht. Lassen wir es dann einfach so. Spectral Creatures. Yeah. Wenn ihr Fullscreen habt, braucht ihr das sowieso nicht, also kann euch das eigentlich egal sein, aber ich will einen schönen Titel haben und dann gucken wir mal, ob es funktioniert und es wird nicht funktionieren, genau. Es wird nicht funktionieren, genau. 0. Dann machen wir das anders, funktioniert wohl nicht so. Machen wir das einfach weg. Ist ja nicht so, als ob man das nicht einfach wegmachen könnte. Dann machen wir hier das weg. Und gehen hier. Schreiben dahin Spectral Creatures. Ihr könnt das anders nennen. Ich nenne das jetzt so. Alpha. Gut. Was hat der jetzt schon wieder? Na egal. Speichern, kann er starten, jetzt ist auch kein Fehler mehr und wie ihr sehen, ist hier oben Spectral Creatures, wir können das vergrößern, wir können das auch maximieren, minimieren und wieder normal machen, dann können wir das auch schließen. Das haben wir jetzt alles mit denen hier angegeben, ich kann ja mal erklären, was das ist, wenn wir genug Zeit haben. Ich mache gleich einen Cut, aber das erkläre ich jetzt noch schnell. Also 1 ist kein Rahmen, 2 ist dünner Rahmen. Eins braucht man, glaube ich, nicht mal. Aber ich mache den auch dazu. 2 ist dünner Rahmen. Und 4 ist dicker Rahmen. Eine größere Änderung des Fensters ermöglicht. Also 16 Titelzeile und Rahmen. 32 Schließen-Icon erfordert eine Titelleiste. 64 Minimierungs-Icon erfordert Schließen. 128 Maximierungs-Icon erfordert ein Schließen-Icon. Und das ist Fenster verstecken, das brauchen wir nicht. Und ja. Das war's jetzt auch für den ersten Part. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Falls ihr Interesse habt, Daumen hoch, Abo, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.